Hallo liebe Podcast-Freunde, es ist wieder mal geschafft. Eine diesmal doch eher graue, sehr herbstliche Woche liegt hinter uns. Dennoch herzlich willkommen zur bereits 36. Ausgabe von Promi-Geflüster. Dieses Mal können wir uns auf ein langes Wochenende freuen. Denn die Uhren werden auf Winterzeit umgestellt. Und somit können wir am Sonntag durchaus mal eine Stunde länger schlafen. Wer verbirgt sich heute hinter dem weißen Plakat? Ich habe noch gar nicht geschaut, ich guck mal. Andi Borg haben wir heute hier im Promi-Geflüster. Hallo. Grüße dich. Servus. Und auch heute gibt es wieder was zu gewinnen, und zwar 3 CDs von Andi Borg. Meine Evergreens und unvergessenen Hits heißt die CD, die ich dankenswerterweise von MCP Sound und Media zur Verfügung gestellt bekommen habe. Die Quizfrage gibt es dann nach dem Interview, also unbedingt wieder dranbleiben. Die Andi Borg-Fans unter euch wissen es ja eh. Nächste Woche, am 2. November, feiert Andi Borg seinen 47. Geburtstag. Er wurde 1960 in Wien geboren. Seinen musikalischen Durchbruch hatte er 1982 mit dem Titel Adios Amor. Entdeckt wurde er von Kurt Fels, dem Grand Seigneur des deutschen Schlagers, dem unter anderem auch Katharina Valente und Peter Alexander ihre Karriere zu verdanken haben. Wo Andi Borg auftritt, da ist Stimmung und gute Laune garantiert. Durch die ARD-Sendung Schlagerparade der Volksmusik ist er auch als Moderator vielen ein Begriff. Seit September 2006 moderiert er den Musikantenstadl. Und nun viel Vergnügen beim Interview. Wie geht's dir? 25 Jahre Andi Borg dieses Jahr? Sind auch an mir nicht spurlos vorübergegangen. Ja, also die Zeit vergeht doch immer rasend schnell. Und auch schon ein Jahr hinter dir, was den Musikantenstadl angeht. Ja. Wie die Zeit, wenn du so zurückblickst, was hat sich getan? Es ist ganz, ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte ja, nach 25 Jahren weiß man alles in diesem Beruf. Nein, das stimmt nicht. Es ist ein Riesenunterschied zwischen einer 20.15 Uhr Sendung unter der Woche und dieser Samstagabendsendung. Ich weiß es noch immer nicht, warum das so ist, aber es ist so. Es ist die Medienaufmerksamkeit mir gegenüber ist gewaltig gestiegen. Es ist sehr, sehr schwierig damit umzugehen, weil bis jetzt war alles so überschaubar. Ich kenne all die Leute, die ich seit 25 Jahren eben kenne und mit denen ich Interviews mache, ob das Zeitung ist, ob das Fernsehen oder Radio ist. Und nur jetzt kommt eine neue Qualität dazu. Das ist alles interessanter. Die Leute wiegen jedes Wort, das ich sage, ab. Und da muss ich erst lernen, damit umzugehen. Man schaut doch nochmal anders drauf, als wie das damals bei der Schlagerparade gewesen ist. Ja. Obwohl die Schlagerparade hätte ich ja, habe ich immer gesagt, bis an mein Lebensende gemacht. Das war ganz, ganz hervorragend für mich. Dreiviertelstunde da und dann die Sommersondersendungen. Ich wäre damit mehr als zufrieden gewesen. Bedauerst du es jetzt eigentlich irgendwo, wenn man immer hört, die Volksmusik wird immer weniger, gerade jetzt auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Gut, der Musikantenstadl wird es hoffentlich noch lange so wieder weitergeben. Aber sonst für den Nachwuchs wird es ja immer schwieriger. Für den Nachwuchs ist es seit Jahren schon schwierig und ich bin wirklich froh, dass ich das durchsetzen konnte beim Musikantenstadl, weil am Anfang lief ich da gegen verschlossene Türen. Es sind drei Länder, die Schweiz, Deutschland und Österreich. Jeder möchte seine Landsleute da unterbringen und dann komme ich noch daher und sage, ich möchte gern Nachwuchs. Es war ein schwerer Kampf, jetzt sind sie alle sehr froh. Solange wir Angebote bekommen von jungen Künstlern, die da hinkommen möchten und Musik machen wollen. Es kommen viele Angebote oder Vorschläge, da steht dann drauf, wir wollen berühmt werden. Und da sind wir ganz falsch. Da ist dann lieber RTL und dann sollen die da Gurkengläser mit dem LKW kaputt fahren und Daniel Kübelböck heißen, mir ist mir ganz egal. Aber zu uns sollten wirklich nur Musikanten kommen und sich vorstellen. Das mit dem ZDF, das war nicht ganz so heiß, wie es geschrieben wurde. Mariana und Michael gibt es trotzdem weiter. Und es war das Sommerloch und die Presse brauchte was zu schreiben. Das ist auch wieder richtig, genau. Du hast auch eine neue CD rausgebracht. Wie heißt denn die? Keine Ahnung, ich habe sie noch nicht. Die ist ja noch im... Nein. Die heißt
meine Evergreens und großen Hits. Und ich habe es nicht so gemacht, wie die Plattenfirma das wollte. Die wollte einfach die Lieder auf eine CD zusammenfassen. Ich wollte sie neu singen. Wir haben alles neu aufgenommen und es war für mich eine Zeitreise, 25 Jahre Revue passieren zu lassen. Ich habe Lieder gesungen von 1986, in dem Jahr wurde meine Tochter geboren, von 82, wo der Kurt Fels leider verstorben ist. Ich habe auch in die Hülle so eine Geschichte reingetan. Es hat für mich jedes Lied, es sind 25, für jedes Jahr ein Lied, jedes Lied hat seine Geschichte und die habe ich dazu geschrieben. Es war großartig. Und dann gibt es nochmal was Neues. Du gehst auf Tournee mit dem Musikantenstadl. Wann geht's denn da los? Hey, du bist aber gut informiert. Wir fangen am 14. Januar zu proben an und am 17. gehen wir dann auf die Straße. Und ich bin so nervös, weil es meine erste Tournee ist, wo ich als Präsentator einer Samstagabendsendung mit Stefanie Hertel, Patrick Lindner, Monika Martin, die Ursprungbuben Storkogler, das hat jetzt eine Wucht. Da wird selbst mir als alter Hase wird mir Angst und Bangen, ob das gut geht. Aber ich denke mal, du wirst es schon souverän wieder rüberbringen und mit deinem Charme und deinem Witz kommt es bestimmt beim Publikum sehr gut an. Ich hoffe es. Wir reden dann nach der Tour wieder, dann sagen genau, wir, genau. Aber der Hubert Knapp für heute hat dir gerade zwei Tennisbälle gegeben. Was hat es denn damit auf sich? Das ist eine Überraschung fürs Publikum. Wenn ich das jetzt verrate, dann wissen die das. Dann geht der Gag weg. Genau. Dann lassen wir uns nachher mal überraschen, was damit passiert. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs kurze Informationen und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Und auch für die Tournee alles Gute. Dankeschön. Das war der Sänger und Moderator Andy Borg. Herzlichen Dank nochmal für das kurze Interview, lieber Andy. Wenn ich so zurückdenke, sind es glaube ich fast 23 Jahre. So lange kenne ich Andy Borg auch schon. 1984 fand in meiner Heimatstadt Reutlingen die Landesgartenschau statt. Damals gab es eine Veranstaltung, die SWF1 Hitparade mit Detlef Werner und er hatte mit im Gepäck unter anderem Andy Borg. Damals war das meine erste Begegnung mit Andy. Nun, wie versprochen, zur Quizfrage. Im Interview ist es mehrmals gefallen, die Zahl. Wie viele Jahre gibt es Andy Borg schon als Sänger? Oder anders gefragt, das wievieljährige Bühnenjubiläum feiert Andy Borg in diesem Jahr? Die richtige Lösung, ihr kennt es ja schon, an fspress@t-online.de. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet natürlich wie immer das Los. Viel Glück dabei! In der nächsten Folge melde ich mich dann nochmal von Folders aus Tirol. Dort habe ich dann den Fritz von den Edelseern zu Gast. Bis dahin, eine schöne Woche und lasst euch nicht ärgern. Wenn es so schmuddeliges Wetter ist wieder wie letzte Woche, dann einfach zu Hause bleiben und es sich zu Hause gemütlich machen. Bleibt gesund, euer Frank Stiller.